13 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Jennifer Güzel. Die Übersicht. Karliczek will nach den Sommerferien wieder verlässlichen Unterricht. In Göttingen stecken sich Menschen auf Familienfeiern mit Corona an. Greenpeace demonstriert gegen Inbetriebnahme von Kraftwerk Datteln. Und das Wetter? Mehr Wolken als Sonne? Höchstwerte 13 bis 21 Grad. Berlin. Bildungsministerin Karliczek will, dass alle Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien wieder verlässlich unterrichtet werden. In einem Interview sagte die Ministerin, die Sommerpause müsse genutzt werden, um nach Lösungen zu suchen. So könne man beispielsweise Container aufstellen, um mehr Platz zu schaffen. Lehramtsstudenten könnten zur Unterstützung herangezogen werden. Karliczek stellt sich dabei eine Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht vor. Strukturiert und umfassend. Solange es keinen Impfstoff gebe, müsse man das Virusgeschehen eben auf andere Art im Griff behalten. Die Ministerin warnte vor einer Verschlimmerung der Chancenungleichheit im Schulsystem durch den Corona-Shutdown. Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei den Menschen für Vorsicht, Vernunft und Verantwortung in der Corona-Zeit bedankt. Es sei viel erreicht worden in diesen Monaten, sagte sie in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Man müsse aber weiter wachsam sein. Sie hoffe, es könnten weitere Lockerungen folgen, ohne die Infektionen wieder anzufachen, so Merkel. Unterdessen hat es in Niedersachsen einen Corona-Ausbruch gegeben. Laut Gesundheitsamt sind mehrere Familien in Stadt und Landkreis Göttingen betroffen. Sie haben sich vermutlich bei größeren privaten Feiern angesteckt. Eine genaue Zahl der Infizierten steht noch nicht fest. Die Behörden prüfen nun mehr als 100 Kontaktpersonen. Darunter sind auch über 50 Kinder und Jugendliche. Betroffene Schulen sind informiert. In Niedersachsen dürfen sich maximal 10 Personen aus 2 Haushalten treffen. Datteln. Umweltschützer haben die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 mit Protesten begleitet. Greenpeace-Aktivisten projizierten den Satz »Klimakrise made in Germany« auf den Kühlturm. Sie kritisierten, der Betreiber Uniper nehme eine so wörtlich gigantische CO2-Schleuder in Betrieb. Uniper verweist hingegen darauf, dass Datteln 4 eines der modernsten Kohlekraftwerke und damit sauberer als ältere Kraftwerke sei. Im Laufe des Tages sind weitere Aktionen geplant. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot präsent. Minneapolis. Nach dem Tod eines Schwarzen halten die Proteste in den USA an. In Minneapolis, wo der 46-Jährige nach einem Polizeieinsatz gestorben war, widersetzten sich in der Nacht hunderte Demonstranten der Ausgangssperre. Es kam zu Ausschreitungen und Plünderungen. Mehrere Gebäude wurden angezündet. Auch in anderen Städten der USA gab es Proteste. In Detroit wurde dabei ein 19-Jähriger erschossen. In Atlanta wurde der Ausnahmezustand verhängt. In Los Angeles sind Demonstrationen inzwischen verboten. Das US-Verteidigungsministerium wies das Heer an, Einheiten der Militärpolizei in Alarmbereitschaft zu versetzen. Der 46 Jahre alte George Floyd war am Montag gestorben, nachdem ihn ein Polizist minutenlang mit dem Knie am Hals auf den Boden gedrückt hatte. Der Polizist wurde wegen Totschlags angeklagt. München. In der Diskussion über das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung warnt der Ökonom Clemens Fuest vor Konsumförderung durch Gutscheine und Autokaufprämien. Der Chef des Münchner IFO-Instituts sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Maßnahmen zur Konjunkturbelebung müssten nachhaltig wirken und langfristig nützlich sein. Fuest verwies zudem auf die Bürokratie, die Konsumgutscheine durch Herstellung, Ausgabe und Rücknahme verursachen würden. Stattdessen sollte eher in intelligente Mautsysteme zur Vermeidung von Staus investiert werden, sowie in Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Das Wetter in Bayern. Mal mehr, mal weniger bewölkt und ab und zu sonnige Abschnitte. Im Südosten ganz vereinzelt Schauer. Insgesamt windig bei 13 bis 21 Grad. In der Nacht höchstens leicht bewölkt, Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen ähnlich, am Pfingstmontag und am Dienstag viel Sonne bei steigenden Temperaturen. Soweit die Nachrichten. Es ist gleich 13.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen 6 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. A93 Weiden Richtung Hof zwischen Weiden West und Altenstadt an der Waldnaab 4 Kilometer Stau wegen Fahrzeugteilen auf der Fahrbahn. Der Verkehr wird über die Standspur geleitet.
B13 Holzkirchen-Bad Tölz in beiden Richtungen zwischen Sachsenkamm und Bad Tölz Ost Sperre nach einem Unfall. Und wegen der Kontrollen an den bayerischen Grenzübergängen kommt es immer wieder zu Staus und längeren Wartezeiten. Aktuell ist besonders die A8 vor Bad Reichenhall betroffen. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat, Schmankerl. Am Mikrofon ist Bettina Arne und ich begrüße Sie zu einer Schmankerlstunde, in der wir lauter alte Bekannte treffen. Ja, freilich, es gibt hervorragende junge Kabarettisten, spritzig, witzig, frech, aber es sind die alten Klassiker, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, die man fast auswendig mitsprechen kann und über die man sich trotzdem immer wieder freut. In dieser Stunde gibt es ein Wiederhören mit diesen Klassikern, allen voran natürlich Adolf Gondrell. Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof, erledigte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sank und starb. Zwei Engeln schleppten ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er vom heiligen Petrus empfangen wurde. Petrus eröffnete ihm zunächst, dass er von nun an auf den Namen Engel Aloysius zu hören habe, überreichte ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Was ist? Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Tja. Ja, wann kriegen wir was trinken? Sie werden Ihr Manna schon bekommen, sagte Petrus leicht indigniert und ließ ihn stehen. Auwe, das wird schön fad. Mein Lieber, da muss ich aber bin ich eintreten. Frohlocken. Oh, 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 oh. Im Jargon frohlocken müssen die da herum. Ja, ich meine, die kommen in den Himmel. Und während er noch so vor sich hin brummelte, sah er plötzlich einen roten Radler Engel auf sich zukommen. Und sofort erwachte in ihm die alte Wut auf diese vermeintliche Erdenkonkurrenz. Und er schrie den roten Radler Engel an: Ja, seid sie auch da herum. Das Hundsbuben ist miserablig. Mein Lieber, lass du bloß nicht bei mir blicken, gell? Sonst fangst du ein paar. Und für alle Fälle versetzte er dem roten Radlerengel ein paar kräftige Hiebe mit dem ärarischen Himmelsinstrument. Daraufhin war ihm bedeutend wohler. Und er setzte sich wie ihm befohlen auf eine Wolke und begann zu frohlocken. Halleluja! 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 Ein völlig vergeistigter Engel schwebte an ihm vorüber. Hallo! Sie! Hallo! Psst. Hallo! Haben Sie keinen Schmeizler? Ein Schnupftabak, haben Sie nichts? Ein Bries? Geh weiter, fahr doch nicht her. Der Durchgeistigte sah ihn nur völlig entgeistert an, lispelte nur Hosianna und flog von hinnen. Ja. Ja, was ist jetzt das für ein Depp, für ein Dämmischer? Ja, das ist ja,
Ja, na, hast halt keinen Schmeizler, ne? Nächste Woche, oder? Wenn man schon anständig fragt, werden wir da anständig Antwort kriegen können. BR-Heimat aktuell könnte. Gescherde, Ruhm, Gescherde. Es kommt von 12 Uhr, glaube ich, bis 12.05 Uhr bis 13 Uhr. Engel, Vorniger. Mein Lieber, da wird das ja Zeigel herum sein. Wo stehe ich aus? Und er setzte sich wieder auf seine Wolke und begann erneut zu frohlocken. Allerdings bedeutend zorniger. Ja, das kenn ich nicht. Halleluja! Luja! Luja, sag ich! Fix Halleluja! Halleluja! Er schrie so, dass der liebe Gott nebenan von seinem Mittagsschlaf erwachte. Und ganz erstaunt fragte, ja, was ist denn da für ein Lümmel herum? Er schickte sofort zu Petrus, der kam angerast. Und sie hörten zusammen den Engel Aloysius frohlocken. Halleluja! Sag jetzt Zement, Halleluja! Halleluja, sag ich! Mein lieber Luja! Petrus raste los und schleppte den Aloysius vor den lieben Gott. Der sah ihn sich lange an. Drauf sprach er: Aha, ein Münchner. Ja, sagen Sie mal, warum plärren Sie denn da heroben so unanständig? Da kam er beim Aloysius aber gerade an den Richtigen. Der war mittendrin in der Wut und legte nun los. Ja, ja, was kann denn Sie, weil wir da herum im Himmel sind, da müssen die da singen wie ein Zeiserl, was? Was? Uns dringen kriegen die überhaupt nichts. Mein lieber Amanda, hat er gesagt, Amanda kriegen die. Mein Lieber, da bist du meine Gäste mit deinem Mann nach, gell? Ja, den könnt ihr selber saffen, das sag ich euch. Aber ich trinke keinen Mann nach, das Glas kennst. Und singe durch überhaupt nicht, ich hab noch nie gesungen. Da singe ich erst recht nicht. Petrus, sagte der liebe Gott, mit dem können wir hier nichts anfangen. Nun, für den habe ich eine andere Aufgabe. Der soll meine göttlichen Ratschläge der bayerischen Regierung überbringen. Auf diese Weise kommt er jede Woche ein- oder zweimal nach München und dann hat die liebe Seele ihre Ruhe. Als Aloysius das hörte, war er sichtlich froh. Er bekam auch gleich den ersten Auftrag, einen Brief, und flog damit los. Und als er plötzlich Münchner Boden unter den Füßen fühlte, da war es ihm, als sei er im Himmel. Von einer alten Gewohnheit gemäß führte ihn der Weg hin zum Hofbräuhaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder, fand den Stammplatz leer und die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu und er bestellte sich eine Maß und bestellte sich noch eine Maß. Und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag und bestellt sie nur Mass und nur Mass und nur eine und da sitzt der Heid noch.
Und so wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen. Es war ein Glücksgriff, den der Schauspieler Adolf Gondrell da getan hat. Seine Interpretation von Ludwig Thomas Geschichte hat das Klischee vom Münchner Grandler zementiert. Für die feinsinnige Schlitzohrigkeit der Bajuwaren war ein anderer zuständig, Karl Valentin. Hier mit seiner kongenialen Partnerin Liesel Karlstadt. Semmelknödel sind Semmelknödel. Dellen. Dellen? Dellen. Was Dellen? Semmelknödeln heißt's. Nein, ich hab gesagt Semmelknödel. Das ist aber falsch. Es heißt Warum? Semmelknödel. Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher Semmelknödel. Ja, zu einem. Zu ja, einem Knödel. Aber zu mehreren sagt man Semmelknödeln. Ja, und so wie tät man denn dann zu einem Dutzend Semmelknödel sagen? Auch Semmelknödeln. Semmel ist die Einzahl, das musst du Ihnen merken, und Semmeln ist die Mehrzahl. Semmeln, ne? Das sind also mehrere Einzelnen zusammen. Die Semmelknödeln werden aus Semmeln gemacht. Also aus mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelknödeln machen. Na, warum nicht? Machen kann man es schon. Ja, machen schon, aber wenn du aus einer Semmel 10 Semmelknödeln machen tätst, dann würden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln werden. Dann würde das Wort Semmelknödeln schon stimmen. Weißt du, was aus einer Semmel sind, verstehst? Aber solange die Semmelknödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbitterlich Semmelknödeln. Ja, du, jetzt hast du es aber auch nicht richtig ausgesprochen. Jetzt hast du nämlich gerade gesagt Semmelknödeln. Ist recht, Semmelknödeln. Nein. Okay, richtig muss es eigentlich heißen Semmelknödeln. Die Semmel muss man dabei betonen, weil doch die Knödel aus Semmel gemacht sind. Ja, ja. Überhaupt, das Wichtigste wäre eigentlich der Knödel. Jetzt komme ich erst drauf. Semmelknödeln müsste es ursprünglich heißen. Nein, das Wichtigste ist das N zwischen Semmel und Knödeln. Also Semmelknödeln. Ja, aber wie würdest denn du dann sagen, zum Beispiel bei den Kartoffelknödeln? Auch ein N inzwischen drin, also Kartoffelnknödeln heißt. Unglaublich ist das. Ja, und bei den Schinkenknödeln? Auch dasselbe, nur da ist ein N drin. Da ist ein N drin. Schinkenknödeln. Ne? Da gibt es immer bei allen Knödeln ist innen das N zwischendrin. Nein. Ne? Ich kann da aber auch Knödeln ohne N sagen. Das gibt's nicht. Natürlich, die Leberknödel. Ja, stimmt. Lebernknödeln, das kann man nicht sagen. Schmankerlstunde auf BR Heimat heute mit Sternstunden bayerischen Humors.
derb ist er ja schon, dieser bayerische Humor. Die Schilderungen sind mitunter sehr drastisch. Aber weil sie im Dialekt daherkommen, tun sie weit weniger weh. Stellen wir uns folgenden Dialog auf Hochdeutsch vor. Er wäre nicht so komisch. Hans Hunkerle. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte schön, bin ich da richtig bei der Dings? Bei der Unfallversicherungsgesellschaft Schröpf. Bin ich da recht? Gewiss doch. Was können wir für Sie tun? Für mich? Ja. Nix. Ja, so. Ja, was wollen Sie denn? Weswegen kommen Sie hier? Ja, das weißt du eh nicht. Sie haben mir geschrieben. Oder vielleicht nicht. Ihnen? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin der Bürgermeister. Aha. Vor lang nicht. So. Da, wo es ein Nepomucker so zusammengerichtet hat. Was hat es wen? Der Norbert Hotzen, ein Nepomuck. Wie bitte? Verunglückt dieser heute. Ach so, er war Versicherungsnehmer bei uns und jetzt ist der Versicherungsfall eingetreten. Jawohl, ein Fall ist eingetreten. Sie und was für einer? Gleich 4 Meter hoch runter. Wie? Ach so, er ist gestürzt. Jawohl. Nein, das heißt eigentlich nein. Er ist schon mehr raufgeflogen, der Nepomuck. Hinaufgeflogen? Ja, das gibt es doch gar nicht. Ja, freilich gibt's das. Und drum, da hat's ihn dann mit dem Backtrog zusammenbatzt. Was hatte sie? Sie, mit einer redet man sich voll hart. Ein Dings, zusammenbatzt. Zusammengestessen. Mit dem Backtrog. Ja, aber ist denn das die Möglichkeit hinaufgeflogen und mit dem Backtrog zusammengestoßen? Nein. Ja, wo denn? In der Luft halt. Bitte? In der Luft. In der Luft? Ja, ja. Ach, natürlich, natürlich, ja, doch, das war doch der Fall in Langed, ja. Stimmt, so heißt der Ort. Ja, das wird noch nicht stimmen, wo ich der Bürgermeister bin. Warten Sie mal, der Versicherte, wie hieß er doch gleich, Nepomuk? Ja, Nepomuk Schimmelreiter, ja. Richtig, ja, richtig, ja. Und Sie sind also der Bürgermeister. Ja. Das ist aber reizend, dass Sie sich selbst her bemüht haben, Herr Bürgermeister. Bitte, bitte. Wirklich ganz liebenswürdig. Wissen Sie, unter uns gesagt, die Berichte der Ehefrau des Versicherten waren etwas verworren. Ja, die ist blöd. Ja, da dafür bin ich da. Und für die Erläuterung von so einem schwierigen Fall, da gehört aber doch schon eine klare Ausdrucksweise her. Ne? Also, dann können wir ja gleich in Medias Res gehen. Ja, wo gehen wir hin? Nein, nein, bitte bleiben Sie nur hier. Also, das war so, ne? Der Nepomuk ist in unserer Gmahl dafür bekannt, dass er seine ganze Arbeitskraft für das Blühen, Wachsen und Gedeihen unserer jungen Demokratie einsetzt. Und darum wollte er einen Saustall machen. Wie bitte? Er wollte einen Saustall bauen. Ach so. Haben Sie mich? Ja. Und da dazu braucht man bekanntlich Ziegelsteine. Aha, und die hatte er nicht, der Nepomuk. Freilich hat er's gehabt. Was rennst denn für einen Schmarrn daher? Der Nepomuk und keine Ziegelsteine. Ja, gerade nur hat er gehabt. Aber die waren auf sein Dachboden. So, so. Ja, was heißt so, so? Zu dumm, wollte ich sagen. Also, das sehen Sie nicht, gell? Dass sozusagen ein Saustallbau auf dem Dachboden aus ökonomischen Erwägungen nicht in Betracht kommt. Ja. Und dass also deswegen die Ziegelsteine in Hof haben runter müssen. Ja, das ist klar. Und wie ist nun der Versicherte dabei zu Werke gegangen? Oh, schlau. Also ganz schlau. Und der uns gesagt, ich hätte Nepomuk so viel Intelligenz gar nicht zutraut. Ach, na, passen Sie gut auf. Weil ich meine, für den Fall, dass Sie auch einmal einen Saustall machen wollen. Ne? Ja, ja. Also zuerst hat er einen Balken durch die Bodentüre geschoben. Und hat vergessen, ihn zu sichern. Ja, da feilt sich schon gar nichts. Da ist der Nepomuk wach. Ganz fest hat er den Balken angehängt. Und nachher hat er einen Backtrog an ein Seil gebunden, hat das um den Balken geworfen und den Trog
bis in die Höhe von der Bodentüre aufgezogen. Aha, jetzt haben wir es, ohne das freie Ende zu sichern. Nein, nein, den Gefallen hat euch der Nepomuk nicht getan. Ja, glaub ich weiß nicht. Sogar mit einem doppelten Webersteg um einen Brabanter Pflug hat er es gesichert, das freie Ende. Na, nun bin ich aber gespannt, wie es dann zu einem Unfall kommen konnte. Dann lasst ihr nur Zeit. Dann lassen Sie ihnen nur Zeit. Sie sind doch ein bisschen nervös. Also jetzt ist der Nepomuk auf dem Dachboden aufgestiegen, ne? Ja. Und hat den Backtrag mit Ziegelsteinen gefüllt. Ja. Und dann ist er wieder runter in den Hof und hat den doppelten Webersteg eigenhändig gelöst. Hast du mich? Jawohl, verstehe. Um die Last langsam abzulassen. Sehr klug. Ja, was hast du gemeint? Ja, mein Lieber, der Nepomuk, das ist ein Schlaucherl. Aber ein Wengerl hat er sich da geirrt bei der Geschichte. Die Last von den Steinen war nämlich schwerer wie der Nepomuk. Und der Bauchdruck ist runtergesaust, trotzdem, dass der Nepomuk nicht auslassen hat. Donnerwetter! Und der Herr Nepomuk ist dadurch in die Höhe gerissen worden. Genau so war's. Woher wissen jetzt Sie das? Ich kann mir's ausrechnen. Und bei der Begegnung mit dem vollen Backtrog auf halbem Wege erlitt der Versicherte seine Verletzungen. Noch nicht alle. Bloß die Abschürfungen auf der linken Körperseite. Aber weil jetzt bei den Aufstässen auf dem Hof der Boden vom Backtrog ausgebrochen ist, ist durch die plötzliche Erleichterung von Trog der Nepomuk wieder runtergefallen. Und der leere Trog ohne Boden fuhr wieder hoch. Teufel, Teufel. Ja, 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 Sie haben es recht, es ist wirklich mit dem Teufel zugegangen. Und da hat der Nepomuk, wie haben Sie gesagt, bei der Begegnung auf halbem Wege mit dem leeren Trog hat er dann wieder Abschürfungen erlitten. Auf der linken Körperseite? Nein, diesmal auf der rechten. Ja, beim Aufschlagen auf dem Hof, da ist er ohnmächtig geworden und hat Seil fahren lassen. Na, endlich war die Fallserie zu Ende. Oder was? Beißt mich. Na, na. Wie er das Seil fahren lässt, saust natürlich der leere Trog wieder runter. Und der Nepomuk aufs Hirn. Daher die Gehirnerschütterung. Jetzt haben wir's. Und durch diese Verletzungen ist eine fachärztliche Untersuchung auf Zurechnungsfähigkeit des Versicherten zurzeit ausgeschlossen. So ist. Aber das nehme ich auf meinen Eid. Die sämtlichen Unfallverhütungsvorschriften sind auf das Peinlichste befolgt worden. Die Schmankerlstunde auf BR Heimat. Heute gibt es ein Wiederhören mit lauter Lieblingen, mit Schätzen aus dem Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks. Der Bayer nimmt sich ja selber auf die Schippe, aber noch lieber die anderen. Besonders gern natürlich die Preußen. Unzählige Sketche beziehen ihre Komik aus der Konfrontation des Einheimischen mit dem Zugrosten. Da prallen zwei Mentalitäten aufeinander, die notgedrungen für Lacher sorgen. Michel Lang, der Bergverleih. Eine schöne Gegend haben Sie hier. Ja, die haben wir schon lang. Ihre Berge habe ich mir allerdings etwas höher vorgestellt. Na ja, die wachsen schon noch. Aber viele Berge haben Sie hier. Mhm. Eine ganze Menge, möchte ich fast sagen. Wie heißt denn der dort? Ja, denn welche meinen Sie? Den Ruskogel oder das Geldenhorn? Das wüsste, brauchte ich ja nicht fragen. Die Namen weiß ich doch nicht. Hier, den dort, links vom Kirchturm. Ah, den, ja. Das Grünjoch. Ja, ja, ja. Aha. Das ist ein schöner Berg, ja, da haben Sie recht. Aber der steht nicht mehr so schön da wie früher. Wieso? Im vorigen Jahr, wo es gekommen war und ein bisschen mehr rechts gestanden, da war er viel schöner. Verstehe ich nicht. Wieso stand er da anders? Jo, weil sie nicht mehr richtig hingestellt haben, wie sie uns zurückgebracht haben. Was heißt das, zurückgebracht? Ich verstehe das Ganze nicht. Ja, das ist ja so, wie sie uns
Die Gemeindekasse bei uns, die ist halt ein bisschen mager, nicht? Ja. Yeah. Die Retari ist halt weniger. Am Flinsfels, gell? Wie meinst du? Am Flins, am Geld, nicht? Ach so. Ja, und weil wir hier nichts anderes haben, also wir armen oberbayerischen Ureinwohner, keine Industrie und keine Bodenschätze und so weiter, nicht wahr? Ja. Das verleihen wir halt die Berge nach auswärts. Ach so. Gegen Gebühren natürlich, ja, nicht? Und da haben wir auch das Grünjoch ausgeliehen. Ach, es ist allerdings neuartig. Ja, und wie war das mit dem Grünhorn? Naja, wissen Sie, die Hamburger, die haben im vorigen Herbst eine große Gebirgsfestwoche abgehalten, nicht? Und da hätten sie halt gerne ein Gebirg dazu gehabt, verstehen Sie? Naja, das ist ja verständlich. Ja, und da haben sie also, wie gesagt, das Grünjoch da von uns zu Leiern gekommen und haben sie in Hamburg droben aufgestellt. Ach, was Sie nicht sagen. Ja, ja. Also, ein bisschen dumm hat schon ausgesagt, der leere Platz da, nicht? Aber wir haben uns noch schon dran gewöhnt, nicht? Ja, ja, natürlich. Also überhaupt, ich war ja von vornherein gegen die ganze Bergverleiherei, sage ich. Haben Sie keine guten Erfahrungen gemacht? Gute, nur schlechte, nur schlechte. Wir schon den Berg zurückgebracht haben durch eine Spedition. Ja. Die hat natürlich keine Ahnung, keine Erfahrung mit dem Bergtransport gehabt. Nicht? Ja. Und da haben sie den Berg, wie gesagt, viel zu weit nach links übergestellt. Nicht? Es stimmen die ganzen Weganschlüsse nicht mehr und bei den Pächtern fehlt auch ein Stück in der Mitte. Ja. Es ist ja katastrophal. No. Und die Hamburger, sage ich. Erstens haben sie den Preis drücken wollen, weil das Grünjoch kein Echo hat. Hm. Dabei hat das Grünjoch noch nie ein Echo gehabt. Nicht? Hm. Wir haben ihnen nachher das Echo vom Rußkogel mitgeliefert. Und obendrein noch die Wasserfälle vom Gelnhorn. Ja, aber wo kommt denn da das Wasser her? Die haben doch dasselbe gemacht oben, fast in Hamburg, nicht? Wir haben nur die Fälle geliefert, gell? Aber wunderschöne Fälle, kann ich Ihnen sagen, wunderschöne Fälle. So, naja, bei so viel Entgegenkommen müssen die Hamburger ja sehr froh gewesen sein. Ja, sollte man meinen. Aber was glauben Sie, wie wir den Berg zurückgelegt haben? Na, also ich kann Ihnen sagen, erstens einmal war das Echo beschädigt, weil sie mit Steinen draufgeschmissen haben, mit Apfelsaftflaschen und so ein Klump, nicht? Na, hören Sie. Ja, der eine von den Wasserfällen ist überhaupt nicht mehr gegangen, der war völlig verstopft. Nicht? Den haben sie ungereinigt, haben sie uns zurückgebracht. Lauter Luftschlangen und Gallwerps noch zur Zeit war drin. 8 Tage haben wir hingeschrubbt, sage ich Ihnen. 8 Tage, bis wir den wieder sauber gehabt haben. Das ist ja entsetzlich. Ja, das sagen sie auch, eins. Und was das Schlimmste ist, 2 Gämsen haben gefehlt. Das Liesel und der Horst Günther. Nein. 25 Gämsen haben wir mitgeliefert und 27 sind bloß retour gekommen. Und wegen der fehlenden 2 Gämsen führen wir heute noch Korrespondenz. Was sagen Sie jetzt zu sowas? Tja, da bin ich aber sprachlos. Ja, und das wie bei einem Preißen, was heißen? Die Preißen in den Bayerischen Bergen, ein Lieblingsthema, über das auch im Rest der Republik gelacht worden ist und vor dem auch ein Bühnenstar wie Loni Heuser nicht zurückschreckte. Hier zusammen mit Helmut Krüger. So, da sind wir schon. Jetzt da hockst du nieder. Gottes Willen, ein Glück, dass wir oben sind. Das ist ja furchtbar gewesen. Ja, ja. Geben Sie mal meine Zigarette, ja? Ja, das kann ich jetzt nicht. Dann lassen Sie den Strickenmoment los. Ja, das kann ich ja nicht, da hängt ja noch einer Herr Gemahl dran. Na, Wichtigkeit, lassen Sie ihn hängen, der wird sich schon irgendwie halten. Ja, der hält sich validen halt. Murkselmäuschen, hast du eine Zigarette für mich? Augenblick, ich häng hier an einer Zacke. Na, bitte, was habe ich gesagt, der hängt an einer Zacke. Wer weiß, wie lange der dann noch hängen will. Ich kann hier inzwischen verschmachten. Ja, da ist er ja schon. So, Kinder, hoppla. So, Kinder, her da. So, da haben wir ja schon. So, da legst du nieder jetzt. So, Gott sei Dank, das wäre geschafft. Herrlich ist es hier. Sieh doch dieses Panorama. Sagen Sie mal, wie heißt denn der große Berg da uns gegenüber? Der da drüben. Ja? Das ist die Wamperer-Spitz. Aha. Ja. Und daneben ist der Dachsbiegel da. Ja. Und rechts davon, das ist der Saukopf. Aha. Sie beleidigen Sie meinen Mann nicht, ja? Wie kommst du? Der hat doch den Berg gemeint. Was hat er? Den Berg hat er gemeint. Ach, der den Berg? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Entschuldigen Sie. Ah, so, den Berg. Wo war der Saukopf? Zeigen Sie noch mal. Da, gleich rechts bei der Wampererspitze. Ah, tatsächlich, ja. Da ist er neben der Wampererspitze, richtig. Wo kommt da bloß dahin, der Saukopf? Sagen Sie mal, gibt es hier oben nicht so ein originelles Lokal? Wissen Sie, so eine Hütte mit Zitterspieler? Ja, da könnte man vielleicht einen neuen dritten Mann entdecken lassen. Na, Hütten gibt's da hier oben keine. So, Hütten gibt's keine. Aber Gams haben wir da. Ach, da drüben. Wo? Da ist ein Gams. Wo? Sehen Sie, dort.
Wo? Ich sehe nichts. Ja, das ist. Sagen Sie mal, können Sie hier mal einen Strauß Edelweiß pflücken oder sowas, was hier so rumwächst? So? Sie haben eine Ahnung, da herum wachsen doch nur Latschen. Was ist? Latschen? Die stehen bei uns zu Hause unterm Bett. Sagen Sie mal, gibt's hier oben nicht einen Mokka oder irgend sowas? Kriegst du unten kaum einen Mokka. Ich weiß doch furchtbar, man kann doch hier nicht raufsteigen, in die Luft gucken, wieder runtersteigen. Ja, aber es ist doch ein herrliches Gefühl, so einen Gipfel bezwungen zu haben. Ach ja, aber ich meine, um Gefühle zu haben, also ich meine, da brauche ich nicht auf den Gipfel zu steigen, die kann ich im Tal bequemer haben. Ja, nicht? Aber nicht gerade dieses Gefühl. Naja, also ich weiß, ist das nur alles hier? Ja, das ist alles. So, das ist wohl der Gipfel, ist das. Ja, das ist der Gipfel. So, das ist der Gipfel, ja? Also das habe ich mal ganz anders vorgestellt. Dazu brauche ich mal kein Abendkleid einzupacken. Was für ein Abendkleid? Mein Abendkleid habe ich eingepackt in deinen Rucksack. Sag mal, wo hast denn du überhaupt deinen Rucksack? Was ist? Ich meine, wo du deinen Rucksack hast, will ich wissen. Mein Gott, Herrgott, wo habe ich meinen Rucksack gelassen? Ja, wo haben Sie denn den lassen? Was, ja. So, wo ist der Rucksack? Wo ist der Rucksack? Da waren meine zwei Abendkleider drin. Eins. Zwei. Wenn ich zwei sage, sage ich zwei. Und mein ganzer Schmuck. Was für ein Schmuck? Mein Schmuck und meine zwei Abendkleider. Das hast du alles da reingepackt? Ja, natürlich. Ich kann doch nicht wissen, dass hier oben nichts los ist, nicht? Okay. Wo ist der Rucksack? Okay, wo ist denn der Rucksack? Ja, vielleicht ist der Rucksack an einer Felsenzacke hängen geblieben. Was denn, du hängst meine Abendkleider an Felsenzacken? Nein, vielleicht ist der Rucksack in eine Schlucht gesaust. Und ich habe meine drei Abendkleider? Zwei. Drei? Drei habe ich eingepackt. Aber das ist doch heller Wahnsinn. Kein heller Wahnsinn. Ich kann doch nicht wissen, dass du mein Hab und Gut den Lämmergeiern zum Fraße vorwirfst. Das ist wirklich der Gipfel. Ja, das ist der Gipfel. Ist sowas möglich? Mit dir gehe ich noch mal auf den Berg. Mit mir nicht? Ach Gott, wäre ich doch im Hotel geblieben, da hätte mir nichts gefehlt. Ach, du, Hotel, vielleicht ist der Rucksack im Hotel geblieben. Ach, na ja, vielleicht. Sie passen auf, da könnt ihr ja gleich mal hinunterfahren und nachschauen. Ach, redest du kein Blödsinn. Wie wollen Sie denn da von diesem gottverlassenen Gipfel runterfahren? Mit der Drahtseilbahn. Was denn? Hier gibt's eine Drahtseilbahn? Ja, gleich da ums Eck ist die Drahtseilbahn. Sagen Sie mal, da lassen Sie mich stundenlang den Berg raufsteigen? Ja, Sie haben mich ja unten nicht gefragt. Sie haben mich nur gefragt, ob ich ein Bergführer bin. Dann habe ich ja gesagt. Dann haben Sie da aufgezeigt und haben gesagt, auf diesen Berg möchte ich steigen. Dann habe ich wieder ja gesagt und dann sind wir raufgestiegen. Sagen Sie mal, wenn es hier eine Drahtseilbahn gibt, muss es doch hier ein Hotel geben. Ja, gibt's ja. Ein großes, ein ganz elegantes. Was, ein elegantes? Da sagen Sie, hier wäre nichts los? Na, nein, Sie haben mich nur gefragt, ob es da eine Hütte gibt. Und Hütten gibt's da keine. Nur ein großes Hotel mit Tanzcafé und Musik und Jazzband. Sag mal, mit einem Tanzcafé, mit Jazzband oder wie? Jazzband, Band? Also sofort fahren Sie runter und holen Sie mal meinen Rucksack rauf mit den vier Abendkleidern. Drei. Vier. Wann geht denn die nächste Drahtseilbahn? Um fünf, morgen in der Früh. Das ist der Gipfel. Thank you.
In der Schmankerlstunde auf BR Heimat gibt es heute Klassiker aus dem bayerischen Kabarett. Auch er stand viele Jahre auf der Bühne im Platzl. Karl Bayerl. Karl mit C. Diese kleine Extravaganz war wohl seinem Geburtsort Wien geschuldet, hat sich aber abgeschliffen, als er nach Bayern kam und ein beliebter Volksschauspieler wurde. Das kantige K passt auch viel besser zu seinem handfesten Humor. Ja, verrückt. Ausgerechnet ich bin bei der Feuerwehr. Ich komme aber auch von der Früh bis auf die Nacht aus dem Brand gar nicht mehr raus. Wenn ich in der Früh zum Lesen anfange, ist auf die Nacht mein Brand einmal der stärkste. Ausgerechnet mich haben so ein Spritzenmuster hergerufen. Was wir für eine Gaudi haben mit unserer Spritze. Unsere Spritze hat bloß einen Fehler. Wenn wir es brauchen, da Spritzgurte. Mein Lieber, wenn bei uns ein Feuer ausbricht, was wir für eine Gaudi haben. Der eine holt die Reste vom Feld rein. Der andere tut Kartoffeln aus der Spritzen raus. Der Feuerwehrlehrer, der pappt die Löcher zu von Schlauch. Wenn's nachher so weit ist, noch fahren wir. Jetzt kommt's oft vor, dass du eine Falschmeldung kriegst. Kommst du wohin, dann bringt's gar nicht. Ja, gingen wir her und zinten selber um. Brennen muss. Was wir für eine Gaudi haben mit unseren Spritzen Schlauch. Der ist uns selber ein bisschen zu kurz. Haben wir unlängst einen Brand gehabt in einem dreistöckigen Haus. Dabei geht der Schlauch bloß bis zum ersten Stock rauf. Jetzt haben wir müssen so lange warten, bis die anderen zwei Stück abbringen sind. Vorige Woche haben wir eine Übung gehabt, da ist einmal leer passiert. Da steht der Untermeier auf der Leiter oben und der Obermeier steht unten. In Untermeier, der oben gestanden ist, fällt Hacker aus der Bratzen, fällt den Obermeier am Schell und reißt ihm die Nasenspitzel weg. Gut, dass ich es noch erwischt habe. Gerade hat so ein Hund verziehen. Sanitäter haben wir gleich behandelt. Haben ihm die Nasen gleich wieder hingepackt. Heute in der Früh haben wir den in Verband, aber du, haben wir gesehen, dass wir den das Nasenspitzel verkehrt hinmacht. Der hat jetzt Nasenleger noch hier auf. Wenn's regnet, rüpft's die noch übernehmen. Jetzt ist er zum Spengler gegangen und hat sich einen Deckel drauf machen lassen. Aber mit dem Schnupfen tut er sich leid. Wo kann er gleich in der Wog mit der Schnanitzen einschieben? Vorgestern hat es bei uns in der Gemeinde selber brennt beim Bürgermeister. Ein schöner Brand. Wir haben es aber auch brennen lassen, weil es so schön brennt. Alles haben wir gerettet vom Bürgermeister, alles. Im Nachkastel waren sogar die Wanzen noch drin. Bloß er selber war bald draufgegangen. Der hat so viel geschlafen. Ich hab mir aber aufgeweckt, sonst war uns Feuerball ausgegangen. Der hat nämlich einen Wasserkopf gehabt.
Es kann doch nichts Schönes geben, wie bei uns in der Gemeinde die Feuerwehr. Drum rufe ich aus, ich lebe hoch, hoch, hoch. Manchmal wird man auch ungewollt zum Komiker, so wie Josef Kiermaier. Sein Versuch, eine Sportreportage von Rom ins Studio nach München zu überspielen, ist heute noch ein Klassiker. Fräulein, Fräulein, Signorina, Signorina, ich bin jetzt seit 2 Stunden in diesem Hause und bitte flehentlich, dass ich 5 Minuten auf Band sprechen kann. Und das ist bestellt und es wird doch nicht gemacht. Ja, es ist trostlos, ist das trostlos. Hallo. Fräulein, bitte geben Sie mir München, bevor ich restlos verzweifle. Ich spreche nach München und verzichte auf alles. Hallo? Hallo? Kann ich jetzt... Ja? Ja, ich bin ja, ich warte ja stehen. Ja? Ha? Kann ich sprechen? Ja, bitte schreien Sie nicht so, denn ich bin seit 2 Stunden kämpfe ich hier, um die 5 Minuten durchzubringen. Ja, ist in Ordnung. Gut, bitte schneiden, bitte schneiden. Hier spricht Josef Kiermaier aus Rom. Ich gebe dem Bayerischen Rundfunk und den angeschlossenen Sendern einen kurzen Kommentar. Liebe Sportfreunde in der Heimat, Sie können sich kaum einen Begriff davon machen, mit welchem Interesse das morgige Fußball-Länderspiel Italien-Deutschland nicht nur in Rom, sondern überall hier erwartet wird. Aber bei der Ankunft in Rom, ja was, also Kinder, ich wäre hier allmählich verrückt. Das ist hier nicht mehr auszuhalten. Hallo. Fräulein, ich habe ja bereits 3 Minuten gesprochen und dann war alles tot. Dann haben sich die Leute am Mikrofon unterhalten. Geben Sie mir endlich eine richtige Leitung. Ich verzweifle bald. Ja, aber ich muss Ihnen sagen, also ich bin jetzt immerhin 30 Jahre beim Rundfunk, aber so eine Katastrophe wegen 4 Minuten habe ich noch nicht erlebt. Ich brauche endlich eine Leitung nach München und bitte, dass man mich 4 Minuten sprechen lässt. Und wenn das nicht bald geschieht, dann weiß ich mir keine Rettung mehr. Fräulein, ich traue mir bald nichts mehr sagen, weil ich sowieso schon verzweifelt bin. Ich frage mich nur, für was man wochenlang eine Leitung bestellt, wenn alles zwecklos ist. Ich möchte bitte um Himmels Willen 5 Minuten endlich einmal nach München sprechen. Mehr traue ich mir überhaupt nicht mehr zu sagen. Herrgott, Sakrament nochmal, nein. Was fehlt in unserer Hitliste mit legendären weiß-blauen Kabarettstücken? Natürlich er, der große Weißferdl und die unvergessene Fahrt mit der Linie 8. Ein Wagen von der Linie 8, weiß-blau fährt rattern durch die Stadt. Ja, das gibt es alles noch nicht. Das ist neu. Nee, das ist nicht gut für dich. So fährt der Wagen schnell dahin. Die Menschen, die im Wagen drin, die schauen gar grantig, niemand lacht. Da drin, im Wagen der Linie 8. Nächste Haltestelle. Harras, Waldfriedhof, umsteigen. Ach, bitteschön, Herr Schaffner, Max-Weber-Platz. Muss ich jetzt da umsteigen? Nein, erst am Stachus, in die Linie 19 oder 4. Genau. So, bitte aussteigen lassen. Aber Leute, los doch gleich raus, ne? Los ist heute raus. Geh heute weg, du alter Depp.
gib mir noch den alten Decken. Du Rotzläffig, du Rotziger. So ein schwindsichtig Zigarettenbierscher, lass uns mal anfreischen. Wie ein alter Münchner Bürger, der 50 Jahre seine Steuern und Abkommen gezahlt hat, da hört sich doch alles auf. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie 8 in die Mitte gehen. Weißblau fährt rappen durch die Stadt. Noch jemand ohne? Ich Sattelbahn. Wohin? Ich Sattelbahn. So fährt der Wagen schnell dahin. Ich Sattelbahn. Die Menschen, die im Wagen stehen drin, also das weiß ich nicht, wo das ist, die wackeln hin und her ganz sacht. Der Herr möchte zur Isartalbahn. Ja so, da drin, im Wagen der Linie 8, Isartalbahn, da soll man drauf gehen, wir sowas draus aus. Nächste Haltestelle, Bavaria-Straße, steigt jemand aus? Nein, aber nein, wollen wir. Geht's halt auf Zeiten, dass man reinkommt. Da hockt ja jeder drin und liest Zeitung, als wir bei einer 5-Mark-Zettäpfchen Sperr sitzt und wir warten da heraus, bis die Verdrusslinie mal daherkommt. Auf Zeiten himmlisch ab, aber meint er mal. Ach, so ein narrischer Kampf, ihr narrischer. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie 8 in die Mitte geht. Weiß-blau verbraten durch die Stadt. Noch jemand ohne? Sie lümmeln sie. A Preis, Anno, jetzt wird's recht. Oh. So fährt der Wagen schnell dahin. Sie Kamel. Die Menschen, die im Wagen drin, nur rümpfig des Atoms, die schauen sich bös an, sind verkracht. Apfel. Da drin, im Wagen der Linie 8, Rhinoceros. Ruppbergstraße, Zoologischer Garten, umsteigen. Ach, bitte schön, Herr Schaffner, Max-Weber-Platz. Muss ich jetzt da auf? Nein, noch lang nicht. Erst am Stachus in die Linie 19 oder 4. So, bitte aussteigen lassen. Aber Leute, lasst doch gleich hinaus. Lasst es wohl hinaus. Ne? Bitte schön, ich möchte aussteigen. Ja, dann steig halt aus. Ja, aber ich kann nicht. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ja, aber ich möchte doch aussteigen. Ja, das hättest du früher überlegen müssen. Ein Wagen von der Linie ab in die Mitte gehen. Ja, komm ich ja wieder nicht hinaus. Weiß-blau fährt Ratten durch die Stadt. Bei der Endstation, da geht's nachher schon. So drücken Sie doch nicht so. Ich drücke ja nicht dahin, drücken Sie. So fährt der Wagen schnell dahin. Hast sie gesehen mit den roten Fingernägeln? Die Menschen, die im Wagen drin uns Weihung gestrichen, da graust man schon. Nein, Pferd, als wie in einen Schacht. Lieber nur ein ungestrichenes Maul, als wäre so ein bissiges. Da drin, im Wagen der Linie 8. Da helfen man es wieder zusammen, wenn es um so ein Fliegerl geht und man so umzuckt. Da hört sich doch alles auf. Nächste Haltestelle Sendinger Torplatz. Umsteigen in Richtung Fraunhofer Teich, Hirtnerstraße. Ach, bitte schön, Herr Schaffner, Max-Weber-Platz. Na, erst am Stachus, jetzt lassen Sie ja nur Zeit. So, bitte aussteigen lassen. Erst die Plattform freimachen, bisschen rascher aussteigen. Ach, schafft heute die Rutschen. Schau heute mal, dass du aus sie gibst. Sonst riecht er ins Kreuz. Nein. Das ist doch unglaublich. So spricht man doch nicht mit einer Dame. Der Trombon gibt's keine Dame. Na, da gibt's bloß einen Hammi, gell? Ist ja wohl auch nicht. Jetzt drücken die schon wieder rein. Lass doch uns zuerst auf himmlisch Sakrament noch einmal. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie ab in die Mitte gehen. Weiß-blau fährt Ratten durch die Stadt. Noch jemand ohne? Ach Gott, ich krieg keine Luft mehr. Gut, dann gibst mir deine Lebensmittelmarke. Der Wagen schnell dahin, ein paar hängen am Trittbrett rum. Die Menschen,
die im Wagen drin schauen, gar nicht mehr heben einen Unterfall. Die haben ihn nur im Verdacht, er hat halt nicht zahlen wollen. So sind's im Wagen der Linie 8. Nächste Haltestelle, Stachus, Karlsplatz, umsteigen in der Richtung Hauptbahnhof, Fasching, Neuhausen, Marienplatz, Maximilian- und Leopoldstraße. So, bitte aussteigen lassen. Aber Leute, lass doch gleich hinaus, ne? Lass es halt hinaus. Ja, komm ja nicht, wenn der Schieber da steht mit der... Dir gib mir doch gleich einen Schieber, du Dreckhammi, du Mistiger, du, gell? Hau doch ein paar Säcke die Watschen runter, dass du hinten rausschaut, da hört sich doch alles auf. Aber so nehmen Sie doch Rücksicht auf eine schwächliche Frau. Schwächliche Frau, rennt mir gleich einen Ellbogen ein, dass wir drittmalig krachen, das mag ich. So was gibt's ja nur in Bayern. Sie auch schon die preußische Krampfhänder, das mag ich. Also jetzt lass doch grad mich aussteigen, ich muss ja am Bahnhof, sonst verdwische ich meine Ziegel nicht mehr. Aussteigen lassen, aussteigen lassen. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie 8 in die Mitte geht. Weiß-blau fährt Ratten durch die Stadt. Noch jemand ohne? Sie lassen sich einen Nosentripfel nicht gerade auf mich fallen. Ja, hinauf kann ich es auch nicht fallen lassen. So fährt der Wagen schnell dahin. Fahrberechtigungsausweis. Ja? Da schaut jetzt mancher gerade aus drin. Aha, 2 Mark. Ja, freilich. Ja, okay, das war doch ja. Dann steigen sie aus. Jawohl, die Story geben's nur auch. Da muss ja so raus. Nächste Haltestelle, Gabelsberger Straße. Steigt jemand auf? Ach, bitte schön, Herr Schaffner, Max Weberplatz. Jetzt ist die neue, doch. Mein Gott. Ich hab's ja doch 20 Mal gesagt am Stachus, bei der letzten Station, da hätten sie raus müssen. Was? Oh Gott, mich trifft der Schlag. Gut, dann bleib sitzen bis zum Nordfriedhof. Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Ein Wagen von der Linie an in die Mitte geht. Weiß-blau fährt weiter durch die Stadt. Und zum Schluss als kleine Dreingabe der Beweis, dass die schönsten Gags immer noch das Leben schreibt und dass man auch in Norddeutschland die Kontenance verlieren kann. Dagmar Berghoff und ihr legendäres WC-Turnier. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennisweltmeisterschaft, gewonnen. Die Lottozahlen: 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung, 09-82-942. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das Wetter. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das war die Schmankerlstunde auf Bier Heimat. Heute mit lauter alten Bekannten. Ich hoffe, Ihr Liebling war auch dabei. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Bayern BR Heimat. Typisch Bayern.